Dieser Mann hat sein eigenes Gehirn ausgekotzt. Danach entwickelte er eine Pilzinfektion und zog schließlich nach Chile. Er ist eine Legende in der Welt der Neurowissenschaften und sein Name findet sich auch heute noch in modernen medizinischen Lehrbüchern. Darf ich vorstellen? Phineas Gage. 1848 wurde dieser Typ zum lebenden Beweis dafür, dass das Gehirn kein so wichtiges Organ ist. In diesem Video erfährst du, wo ist der Persönlichkeitsschalter im menschlichen Gehirn eingebaut? Wie kann ein Loch in deinem Schädel deinen Charakter beeinflussen? Und wie kannst du ohne einen Teil deines Gehirns weiterleben? Am Abend des 13. September 1848 wurde Dr. John Harlow zu einem Notfall gerufen. Ein junger Mann hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten. Doch als Harlow das Krankenzimmer betrat, war er nicht auf das vorbereitet, was er dort sah. Sowohl der Patient als auch das Bett, auf dem er lag, waren ganz eindeutig sichtbar blutverschmiert. Eine offene Wunde oben links am Schädel des Mannes war zu erkennen. Der Patient war jedoch bei Bewusstsein und begrüßte den Arzt. Das war Phineas Gage. Harlows Assistent Dr. Williams sagte, dass der Patient Blut und sein Gehirn erbrochen hatte. Während sich Gage übergeben hatte, war etwa eine Teetasse seiner Gehirnmasse durch die Wunde ausgetreten. Dr. Harlow reinigte ihn, indem er Knochensplitter, geronnenes Blut und etwa 30 Gramm Gehirnmasse entfernte. Danach war Gage noch am Leben. Obwohl er ein Loch im Kopf hatte, konnte er sprechen und wusste genau, wer er war und was um ihn herum geschah. Aber wie kam es überhaupt zu Gages Verletzung? Gage erzählte Dr. Harlow, dass er mit Sprengstoff hantierte. Er gehörte zu der Mannschaft, deren Aufgabe es war, Felsen aus dem Weg zu sprengen, damit neue Eisenbahnschienen verlegt werden konnten. Dazu bohrte er ein Loch in den Felsen, füllte ihn mit Sprengstoff und Sand und stampfte ihn dann mit einer Eisenstange fest. Aber an diesem Tag ging etwas schief und das Pulver im Inneren des Steins detonierte früher als geplant. Die Eisenstange, die etwas mehr als 1 Meter lang war, 3 Zentimeter im Durchmesser und 6 Kilogramm schwer, flog aus dem Felsen, durchbohrte Gages Kopf und landete 90 Meter entfernt. Die Stange drang in die linke Wange des Mannes ein und schoss hinter seiner Augenhöhle und aus der Schädeldecke heraus. Das hinterließ eine Austrittswunde im Kopf. Dadurch wurden etwa 7% seiner Gehirnmasse beschädigt. Aber das war doch nur der Anfang. Am 12. Tag nach dem tragischen Unfall verschlechterte sich Gates Zustand plötzlich. Er fiel in ein Koma. Dr. Harlow bemerkte, dass sein linkes Auge immer mehr hervortrat, was sehr seltsam aussah. Nach einer Weile erschienen Pilze, die aus seinem verletzten Gehirn sprossen. Der Patient entwickelte einen Hirnabszess, der immer größer wurde. Als Dr. Harlow seinen Schädel öffnete, traten sofort weitere 250 Milliliter Eiter und Blut aus. Um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern, musste der Arzt weiteres Gehirngewebe entfernen. Insgesamt wurden etwa 11% der weißen Substanz und 4% der grauen Substanz von Gage zerstört. Trotz alledem gelang es Gage eine Woche später, sich aufzurichten und er versuchte sogar zu laufen. Aber kann man wirklich zu einem normalen Leben zurückkehren, nachdem man eine so schreckliche Verletzung überlebt hat? 2012 hat ein Forschungsteam ein 3D-Modell von Gages Schädeltrauma erstellt. Sie fanden heraus, dass die Eisenstange den linken frontalen Kortex des Mannes beschädigte. Wie wir heute wissen, sind die Frontallappen für die Entscheidungsfindung, die exekutive Kontrolle und die Emotionsregulierung zuständig. Und Gages Persönlichkeitsmerkmale hatten sich wirklich verändert. Er wurde unhöflich und jähzornig. Er konnte sich nicht mehr zurückhalten. Er benutzte unglaublich viele Schimpfwörter und vergaß, wie er seine nächsten Schritte planen sollte. Dr. Harlow kam zu dem Schluss, dass er den Teil des Gehirns gefunden hatte, der die Essenz der menschlichen Persönlichkeit enthält. Er beschloss sogar, seine Beobachtungen zu veröffentlichen. Aber sie waren ein bisschen, naja, weit hergeholt. Phineas Gage veränderte sich zwar, aber nur vorübergehend. Als er seine körperliche Kraft wiedererlangte, bekam er auch seinen früheren Charakter zurück.
Es drehte sich alles um die Plastizität des Gehirns, dank derer unser Gehirn Funktionen aus einem beschädigten Bereich in andere Teile des zentralen Nervensystems verlagern kann. Wenn sich also eine Eisenstange durch deinen Frontallappen bohrt, heißt das nicht, dass du sofort anfängst, mehr zu fluchen als sonst. Die Stange war übrigens auch das, was Gage das Leben gerettet hatte. Ja, klingt komisch, aber dieses riesige Loch in seinem Kopf wurde durch die Stange, aber durch eine scharfe und nicht durch eine stumpfe Stange verursacht. Sonst wäre sein Schädel zertrümmert gewesen. Phineas Gage wurde 10 Wochen nach dem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen. Er erholte sich unglaublich schnell. Doch etwas in seinem Leben änderte sich tatsächlich für immer. Gage beschloss, einen Neuanfang zu machen und zog nach Chile, um als Postkutschenfahrer zu arbeiten. Glaubst du, es war sein Trauma, das ihn dazu veranlasst hat, umzuziehen? Und was würdest du tun, wenn du 1/6 deines Gehirns verlieren würdest? Teile deine Gedanken in den Kommentaren.